So, hallo, Hallöle. Ich zeige euch jetzt auch mal mein Rising World, auch wenn es davon schon einige Let's Plays, Let's Shows und so gibt. Aber ich muss euch mal den spinnenden Matze zeigen, der ist zu geil. Ja, als Block für den Ofen habe ich hier genommen die wahrscheinlich noch gar nicht so richtig eingefügt sind. Weil vielleicht heißt das hier Not in Action oder sowas. Also die gibt es noch gar nicht wirklich. Die habe ich da drunter gesetzt. Ansonsten meine Werkstatt hier ist auf Stahlbeton gebaut. Hier habe ich eine Höhle, wo ich einiges gefunden habe. Vor allem massiv Eisen. Da unten, ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube rechts rum habe ich die Motherlode gefunden. Also Eisen hatte ich keine Probleme. Aluminium war toll, bis ich das endlich mal gefunden hatte. Jetzt habe ich mir also auch diese bessere Werkbank geholt. Hier, Werkbank Stufe 2. Aber die will ich erst in die Werkstatt platzieren. Da mein Bauprojekt, ja. Also ich lebe in großen Dimensionen und das wird nur mein kleines Haus. Ich baue mir dann noch irgendwie so eine schöne Burg, ein Schloss, muss ich mal gucken. Das ist jetzt alles noch Bauphase, das werde ich noch ein bisschen verschönern. Hier dann Pflasterstraße von der Werkstatt, wobei ich eben die komplette Werkstatt nach unten verlegen werde in den Keller hier. Hier ist auch Fundament Stahlbeton, wobei das sich wahrscheinlich im Lauf des Baus noch ändert. Oh Gott sei Dank bin ich auf Peaceful, da ist ein Bär. Servus, aber er schläft. Na, schlaf mal. Okay, ja, zum Bau meines Hauses habe ich hier diese Art Ytongsteine genommen. Hier die Abstellkammer aus einem dunklen Holz und dann geht es hier die Treppe runter. Also das ist noch absolute Baustelle hier. Das wird dann alles, man hört's, Metall. Da kommt die Werkstatt rein. Ja, und jetzt sind wir hier am Aushöhlen, was dann so noch weitergeht. Ne? Echt spaßig. Also Aluminium habe ich auch gedacht, ich muss tief in Höhlen rein. Das war natürlich sehr sinnvoll. Als ich dann mal ein paar Guides gelesen habe und was, okay, ja, das ist ja toll. Nicht in Höhlen, sondern Aluminium gibt es nur an der Oberfläche. Na gut, dann habe ich mir meine Baustelle da vorne als Spawnpunkt gesetzt. Kann man ja machen. Und habe gesagt, gut, jetzt schaust du mal, weil ich werde den Weg zurück nie mehr finden. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich bin einen Kilometer weit gelaufen. Also ich war da allein 2 Tage unterwegs und dann habe ich mal Alubissen gefunden. Da habe ich gesagt, gut, und wie findest du jetzt zurück? Du weißt nicht mehr, in welche Himmelsrichtung du überhaupt gehen musst. Hast noch keinen Kompass. Weil wahrscheinlich gibt es den erst mit der besseren Werkbank. Okay, machen wir es einfach. Und dann bin ich in den Himmel geflogen und habe Fliegen ausgeschalten. Bam! In your face. So, sterben. Okay, alles klar. Wusste ich zumindest mal, wo ungefähr Aluminium war. Und bevor ich gestorben bin, habe ich mir natürlich mein Inventory resettet. Also habe gesagt, hier Set Inventory, so wie es im Moment ist. Bitte wieder aufwachen. Das haben wir jetzt wieder rückgängig gemacht. Nur für den Moment, dass ich das blöde Alu hatte und konnte sagen, okay, hier geht's lang. Oh, cool. Jetzt sind wir schon hier angekommen. Die ganze Erde werde ich einfach aus dem Inventar klopfen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich. Oder mache ich damit ein bisschen Lehm? Vielleicht kann man damit Lehm machen. Könnte man natürlich auch. So, das hier wird alles noch Metall. Die Werkstatt, die wird komplett Metall verkleidet. Jetzt könnten wir mal hierher gehen. Nee, das ist das Falsche. Das ist Erde. Die brauche ich jetzt nicht. Ich brauche das. Und versuchen mal hier ein bisschen die Decke weiter zu zimmern. Das muss ich auch toll machen, weil man kann das natürlich nicht nach oben machen. Ich hätte mir gleich Blöcke machen können auch, statt der halben. Ich habe gedacht, ich spare was, aber das geht nicht. Man kann die auch nicht drehen. Das heißt, ich bin hergegangen und habe halt jetzt eine Zwischendecke hier gezogen. Und dann wird hier alles Metall. Die Fackel, die fliegt dann auch noch weg. Die ist nur im Moment da als Beleuchtung für die Baustelle. Ja, so lebt der Matze, ne? Bisschen bekloppt. Kann nur in Extremen leben. Dann schauen wir mal, was da hier noch so weitergeht. Hier Zwischendecke. Hier, das bleibt Stahlbeton. Das wird eine Abstellkammer einfach. Dann neben die Abstellkammer, denke ich mal, wenn wir das WC machen hier. Da kommt ein kleines Fenster rein nur. Hier haben wir schon welche drin. Die kann man ja skalieren. Mit, bin gerade überlegen, ich glaube die Umschalttaste ist es. Und dann kann man die Fenster in der Größe skalieren und kann die anpassen.
Dann brauche ich da nicht irgendwie zwei seltsam reinklatschen oder so. Das ist ja behämmert. Jo, genau. Ach ja, mittlerweile müsste eigentlich auch mein... Ich bin ja nicht gerade schnell. Warum bin ich so langsam? Weil ich Hunger habe? Ja, noch nicht fertig, mein Eisen. Ich brauche mehr Eisen, weil ich ja jetzt dann die Metallblöcke brauche. Hier 24 habe ich. Die Bank wird gesagt, die wird erst unten in die Werkstatt gestellt. Ein bisschen Alu ist noch übrig. Eisen habe ich irgendwie überhaupt, wie gesagt, also Eisen gibt es hier kein Problem. Auch Kohle, gut, die brauchen wir noch nicht. Wahrscheinlich wird man sie später brauchen, um den Schmelzofen zu betreiben. Und genauso Wolfram, wo man eigentlich sagt, ist ein seltenes Metall. Also Kiste. Wolfram, ja, seltenes Metall. Ich habe hier immer noch Erz übrig. Kupfer ist eher selten. Gold habe ich auch schon massiv gefunden. Silber ist, Silber ist, glaube ich, fast das Seltenste, was ich habe. Da habe ich gar nicht weiter was. Hier habe ich mir auch schon ein paar Wolfram-Platten und Stäbe und was gemacht. Kupfer. Ja. Also Eisen habe ich genug. Ich könnte immer noch weitermachen. Ah, ist übrigens fertig. Ich gehe jedes Mal auf diesen Ofen, auf die Interaktion. Ich will ihn ja gar nicht ausmachen. Ich will das Zeug aus der Form holen. Männler. So, dann bauen wir uns jetzt mal ein paar Blöcke Metall. Man holt Gott sei Dank aus Metall sehr viele Blöcke raus, also aus so einem Barren. Das ist cool. Das gefällt mir ganz gut. Das hier nehmen wir. So, mal zwei. Also das Doppelte kriegst du. Das ist schon ganz neckisch. So, herstellen. Oh, habe ich überhaupt noch so viel Platz im Inventar gehabt? Ja, okay, geht. Hätte ein bisschen knapp werden können, ne? Ne, die Treppen brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche das da. Los geht's. Habe ich jetzt das Richtige? Das ist mein Stein. Ja, das sind die Metallplatten. Passt. So, und damit wird jetzt die komplette Werkstatt verkleidet. Das heißt, ich rupfe das hier alles weg, was da falsch ist. Den Stein. Na, geh bitte rein. Willst du nicht? Ja, gut, dann klopft man das erst weg. Dann machst du es jetzt. Bitte. Jawohl. Kann sein, dass wir außen dann ein bisschen begradigen müssen. Wenn man das dann sieht, von oben, und das wollen wir ja nicht. Klingt sehr lustig bei Matze. Metall. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, na klar steht er auf Metall, ne? Macht er ja musikalisch auch. Ha, ha, ha. Ah, der war schlecht. Okay. Ja, hier kommt dann, wie gesagt, noch Stahlbeton rein. Ich glaube, davon habe ich sogar noch ein bisschen was. Das ist immer nur die Übergangslösung, bis ich rausgefunden habe, welchen Boden ich da reinmache. Jo. Später hoffe ich ja... Hä? Was habe ich denn hier gemacht? Metallplatte weggeschmissen? Wie bescheuert bin ich denn? Später hoffe ich ja, dass das Material nicht die ID-Nummern behält, sondern dass eben wirklich dasteht, was es ist. Das würde manchmal das Wiederfinden doch vereinfachen. Ja, so mal als kurzer Einblick, wie ich hier so leben will. Also die ganze Werkstatt, das wird hier alles komplett Metall. Die Decke auch. Wupp. Ich bin gerade überlegen, ist das überhaupt hoch genug? Ja, okay, ist hoch genug. Den Brennofen, den lassen wir draußen an der frischen Luft, das wäre ungesund, aber alle Werkbänke rupfe ich draußen weg und mache sie mir neu hier unten rein. Die kleine Heimwerkerwerkstatt. Kisten dann auch noch ohne Ende. Hier einfach Abstellraum, mal gucken, Abstellkammer, was man hier vielleicht reinstellen kann. Ach, der Bär wacht auf, na klar, es wird Tag. Aber wie gesagt, ich bin auf Peaceful, sonst hätte ich ein Problem. Ja, dann würde ich sagen, hier machen wir so WC hin. Daneben natürlich zweckmäßig. Wer installationstechnisch sich ein bisschen auskennt, weiß, dass neben dem WC sinnvollerweise auch gleich die Küche ist. Weil dann hat man nämlich in der Mitte eine Installationswand, wo die Leitungen laufen. Ich habe ja sowas Gott sei Dank alles schon mal gemacht. Gas, Wasser, Scheiße, Heizung. Kann ich alles bisschen. Ich könnte sogar wirklich so ein Scheißhaus bauen. Wird nur Jahre dauern, wenn ich das allein machen müsste.
weil ich wahrscheinlich alles 10-mal kontrollieren wird, gerade Mauern. Auch das haben wir schon alles gemacht. So ein Crafting gibt es nicht viel, was ich nicht gemacht habe. Naja gut, Schreinern, das habe ich nicht gemacht. War jetzt hier noch was drin? Nee. Na gut, ja, wie gesagt. Könnt ihr mal schreiben, was ihr von der Superlative da haltet. Das ist, wie gesagt, bei mir so der Fall. Ich stehe da drauf. Ich möchte das immer alles gerne in einem Haus haben. Wenn ich sterbe, ist auch nicht mehr so schlimm. Ich musste das hier nicht wiederfinden. Ich spawne hier neben der Werkbank oder irgendwie so. Also hier so in der Nähe des Brennofens. Hier ist die erste, wie gesagt. Da war ein bisschen was drin. Vorwiegend Eisen. Und was? Wo war die zweite? Die war da hinten. Die war richtig krass dann auch. Da habe ich dann richtig viel, Wolfram auch gefunden. Also Tungsten auf Englisch. Und Eisen auch nochmal jede Menge. Jetzt muss ich nur aufpassen, nicht, dass ich runterstürze. Ja, da vorne ist er. So, ich glaube, man sieht sogar, ich habe mir ein paar Fackeln unten hingebastelt. Ne, sieht man von hier aus nicht. Warte mal. Wo sind meine ersten Fackeln? Ach, da unten, wenn man unten ist, ne? Ist die erste irgendwo. Ja, die ist sinnlos, oder? Doch, die war das, glaube ich, sogar. Genau. Ja, hier ist der Beginn. Und ich glaube, ich habe hier immer noch einige Adern einfach nicht ausgeschöpft. Manches sehe ich vielleicht auch einfach nicht. Ich will gerade mal überlegen, ob das noch Kohle ist, der hier. Nee, doch nicht. Ist das Silber? Nee, das ist, glaube ich, nur die Steintextur. Das hat mich auch einige Male genarrt, wo ich einfach die ganze Zeit den Stein am Abbauen war. Dabei war das überhaupt nichts. Ja, das ist immer recht spaßig dann, wenn ich in so einer Höhle bin, auch wiederfinden. Wenn ich mich manchmal total verlaufe, dann sage ich einfach, okay, wir können das noch. Dann fliege ich wieder raus, bis ich irgendwo eine Fackel sehe und sage, okay, gehst zu der. Weil mein Orientierungssinn, das ist so irgendwie, naja, Maulwurf. Schlimmer, ein Maulwurf kann sich orientieren, ich nicht. Hier geht's rauf, ne? Ja. Ja, also da war einiges zu finden. Wie gesagt, nur Aluminium, da bin ich bekloppt geworden. Und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo muss doch dieses blöde Alu sein. Und da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das eben jetzt anders. Wir suchen jetzt Alu. Und da haben wir das gefunden, so 2-3 Tage weg. Nur am Rumlatschen gewesen. Geschaut, wo irgendwo oberflächlich was ist. Hab gesagt, okay, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen was an Erzen. Gib her. Und man hat gesagt, Set Inventory. Als Spawn Inventory setzen. Okay, alles klar. Fliegen in den Himmel, sterben, bam. Hier wieder spawnen, alles haben. Okay, wunderbar. Jo, weiteres Projekt dann hier. Dieses Haus auch mal fertigstellen. Wie gesagt, war jetzt mal einfach so als kurzer Einblick. Ob ich es wirklich Let's Play oder ob ich einfach nur ab und zu ein paar Highlights zeige, muss man mal schauen. Weil Let's Playen brauche ich es eigentlich nicht. Da gibt es echt genug Angebote schon. Unter anderem auch von Smiley und Erik. Grüße, falls er da irgendwie drauf stoßt. Und das seht. Ihr habt mich drauf gebracht, dass ich das jetzt doch mal mache. Ich habe mal gesagt, ganz am Anfang, als ich das Spiel hatte, habe ich mal gesagt, naja, könntest du auch mal machen. Dann habe ich gesehen, es gibt da schon so viele. Ich habe gesagt, machst du das jetzt oder machst du es nicht? Wobei das bei meinem Skyrim auch so ist. Wer hat nicht Skyrim Let's Played? Gut, so wie ich vielleicht nicht. Ich habe da doch ein paar Hammer-Mods drin und auch viele. Aber gibt's eben. Und Stalker Soup, gut, das gibt's nicht auf Deutsch. Nur von einem oder zwei. Also einer war Harlewin, der hat's ja aufgehört. Servus, Karnickel. Und da habe ich gesagt, also Rising World lasse ich. Das machen wir vielleicht ab und zu so als Let's Show. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Und wir sehen uns, wenn ich mal wieder einen schönen Fortschritt habe. Vielleicht, wenn das Haus fertig ist, dass ich euch mal alle Räume zeigen kann, wie bekloppt ich das da alles so gemacht habe. Welche Fliesen wo stehen, vielleicht dann auch vom Bad her. Mal gucken, wie ich mir das noch überlege, wie ich das baue. Bis dann.